Die Affenzwillinge. Die Maya-Zwillinge Hun Batz und Hun Xuan waren die älteren Halbbrüder der deutlich berühmteren Heldenzwillinge. Vom Neid auf ihre Geschwister zerfressen, betrogen die Affenzwillinge in Fußballspielen und verdarben sie durch ihre aggressiven Taktiken. Um sich an ihnen zu rächen, lockten die Heldenzwillinge sie auf einen Baum. Einen Baum, der immer weiter wuchs, weshalb Hun Batz und Hun Xuan auf ihm gefangen waren. Die Heldenzwillinge überredeten sie daraufhin, ihre Gürtel zu benutzen, um hinunterzuklettern, doch das war nur eine weitere List. Die Gürtel verwandelten sich in Schwänze und die älteren Zwillinge wurden zu Affen. Die Gürtel verwandelten sich in Okay. Hoch? Oder da lang? Hä? Ach so, neues Basislager. Ich bin zur rechten Zeit angekommen. Die Kultisten waren gerade noch hier. Nee, warte mal, ich geh noch mal runter kurz, Sarah. Warte, zurück, runter. Nee, da komm ich doch, da geh ich doch. Nee, da... Wow! Nee, da muss ich doch denn hin. Was ist hier so fett? Muss ich da lang? Nee. Schwarzpulver, da hab ich doch schon. Kommt das schon wieder? Ich geh mal hier lang. Oh, deswegen. Spiegel. Drehe Spiegel 1 nach links. Folge dem Lichtstrahl zu Spiegel 2. Richte Spiegel 2 quer durch die Kammer aus. Kehre zu Spiegel 1 zurück. Oh, ich muss hier aufschreiben. Das sind offenbar irgendwelche Anweisungen. Allerdings kann ich den Rest nicht entziffern. Wartet mal. So, hab's mir aufgeschrieben. Oh, ich kann schnell aufschreiben. Gut, ich muss doch nach oben, natürlich, ja. So, und dann muss ich... Ja. Zack. Zack. Was ist das hier? So. Komme ich nicht weiter? Tempel der Sonne. Nur die Würdigen können Qinichao anrufen. Benutzt dieses Licht, um die Schatten aus unseren Herzen und der Stadt selbst zu vertreiben. Okay, wir sollen jetzt jemanden anrufen. Hast du Handy bei, Lara? Wo kommen wir denn jetzt überhaupt hin? Achso, ich kann da durch. Ach so. Wusste ich jetzt nicht. Erstaunlich. Hier müssen Verehrungsrituale für die Sonne stattfinden. Ach du Digga, was ist das denn jetzt hier für ein Spielplatz? Spiegel 1 links. Warte mal, was ist denn jetzt Spiegel 1? Der hier? Muss ja. Nach links. Nein, ist nach rechts. Nach links. Dem hier? Nee. Ach, dahin. Das ist jetzt Spiegel 1 gewesen, ne? So, dann. Soll ich das hier. Wo gehst du denn hin? Oh. So, kann ich überhaupt da hoch? Ja. Oh. Ich bin geliefert, wenn ich ins Wasser falle. Ja. Ganz schön strömisch. Vier Spiegel mit je einer anderen Markierung. Sie haben Nummern. Das ist Spiegel 2. Ich muss den Kristall mit einem Strahl von Spiegel 2 treffen. Kristall.
Okay, Spiegel 2. Folge dem Lichtstrahl zu Spiegel 2. Richte Spiegel 2 quer durch die Kammer aus. Quer? Was ist quer? Hier hin. So? Oder what? Nee. Ich glaube, das Ding muss da auch dahin, oder was? Was heißt quer, Mann? Hier ist quer. Jetzt wieder rüber. Richtig Spiegel. Kehre zu. Ach so, ja. Kehre zu Spiegel 2 zurück. 1 zurück. Muss ich vielleicht andersrum drehen? Nein, nein, nein. Muss ich hier hoch? Mehr steht da nicht, wozu ich mir das halt hochgeschrieben. Wozu? Hier kann ich auch hoch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich muss runter. Ja, runter! Spiegel 3. Ja. Ich sollte den Strahl von Spiegel 3 vom Pavillon ablenken. Ja, und wohin? Da drüben hin? Nein, andersrum. Halt, stopp! Hier? Also hier. Hier! Mann, hier, da, da! Ja, der dreht sich, aber der dreht sich ja wieder weg. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, warte mal, ich habe hier mal gesehen. Kann ich da rüberklettern? Hä? Halt dich fest, Mann! Jetzt darauf springen? Oder bin ich... Ich weiß es nicht. Nee. Ich glaube, ich muss das so wieder ausrichten erstmal. Also ich glaube, ich muss das erstmal wieder... Oh, es ist ein Rätsel schon wieder hier. Ich hasse sowas einfach. Muss er jetzt da hoch? Bleib so. Hä? Mein Jüte, ist aber auch zaghaft hier. Jetzt muss ich da hoch. Okay, ich dachte, ich konnte so rüber springen. Oh. Ich muss den Strahl von Spiegel 1 umlenken, um Spiegel 2 zu erreichen. Schon wieder. Spiegel 2 zu erreichen. Andersrum. Also hier hin.
4 Spiegel mit je einer anderen Markierung. Sie haben Nummern. Das ist Spiegel 2. Ich glaube, ich muss den jetzt mal... Hä, aber ich muss doch den... Die Säule zwischen den Spiegeln 1 und 2 hat 2 Kristalle. Achso, 1 und 2. Oh, die Paddelgötter. Das göttliche Kanu, das die Seelen der Maya durch die Unterwelt in den Himmel bringt, wird von 2 Göttern gesteuert. Während der alte Stachelrochenpaddler im Heck des Kanus sitzt und tagsüber seine Pflicht erfüllt, sitzt der alte Jaguarpaddler im Bug und übernimmt die Nachtschicht. Diese beiden Götter symbolisieren nicht nur Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, sondern auch das Zusammenspiel aller gleichartigen und gegensätzlichen Kräfte. Die Säule zwischen den Spiegeln 1 und 2 hat 2 Kristalle. Hier liegt aber noch was Entscheidendes. Die Säule zwischen Spiegel 1 und 2 hat 2 Kristalle. Kann ich hier hoch? Oh. Ich gehe hier. Das kann der Ausgang sein. So, ja. Wollte gerade sagen, das ist der Ausgang. Die Säule zwischen 1 und 2. Ich bin blöd. Wiederhol mal nochmal. Die Säule zwischen den Spiegeln 1 und 2 hat 2 Kristalle. Ja, welche denn? Die Säule zwischen den Spiegeln 1 und 2 hat 2 Kristalle. Mach mal andersrum. Was ist das lange? Die hier oder was? Vielleicht treffe ich die entfernte Säule mit dem Strahl von Spiegel 1. Ach, die. Aber dann ist das doch wieder weg. Ach so, oder ist die Säule mit den... Welche Säule? Nein, andersrum. Bleibt ja so. Nee. Die hier? Mann. Die. Ja, und nun? Das ist Spiegel 1. Ich muss zurück zu Spiegel 2. Oh, da ist jetzt ein Hin und Her. Oh, hier ist noch was. Oh, Schwarzpulver. Ich muss zurück zu Spiegel 2. Tja. Okay, das ist da. Ja, jetzt komme ich auch rüber. Nein, runter. Ich drehe mal falsch rum. So. Nur noch ein Spiegel übrig. Ja, ja. Wir müssen erstmal hier rüber. Und. Balancieren wir hier auf den und dann auf den. Okay. Soweit hätten wir es schon mal geschafft. So, und jetzt? Das muss Spiegel 4 sein. Nur noch ein Spiegel übrig. Ich glaube, ich muss zu dem hier, ne? Andersrum. Jetzt gelange ich durch den Pavillon zum Altar. Warte mal, hier ist noch was. Wort Fruchtbarkeitsgott. Chakwa
die Maya ein extrem wichtiger Gott. Er lehrte sie die Geheimnisse des Ackerbaus und wachte über das Wachstum und die Ernte der Pflanzen. Ihm waren im Allgemeinen sämtliche Formen der Fruchtbarkeit zugeordnet. Er war außerdem für den Wind, für Blitze und für Regen verantwortlich, der aus seinen Tränen entstand, sowie für den Erhalt von Quellen, Brunnen, Flüssen, Zenotten und anderen Wasserquellen. Genau wie all diese Dinge galt er auch als wohlwollend und fürsorglich, aber auch als unberechenbar. Äußerlich wurde Chuck als Reptil mit wild verknotetem Haar dargestellt und die ihm zugeordneten Farben waren weiß, rot, gelb und schwarz, die für Norden, Osten, Süden und Westen standen. Achso, ich dachte... Also wer weiß... Na, sorry, gar nicht, ich dachte... So, So, und... So, jetzt kann ich hier rüber. Interessant. Ganz ehrlich, ohne ihre Anweisungen wäre ich lost. Ja, ich habe den schon gefunden. Den Weg raus finde ich immer zuerst als die Lösung. Hunger des Hoazin erhöht die Menge an natürlichen Herstellungsressourcen, die sie aus jeder Quelle erhalten. Aha, Tempel der Sonne. Kann ich hier rüber oder muss ich wieder... Ich nehme mal lieber den sicheren Weg. Ich sehe. Wie Weg darüber? Aber ich glaube, das geht nicht. Nee, ich nehme lieber den sicheren Weg. Den längeren, aber sicheren Weg. Nee, ich glaube. Ach, das war ja. Ach, schon gut. Ich habe den falschen. Der Ausgang war ja in diesem Gang da. Ganz vergessen. Das hätten wir jetzt auch geschafft. Ich muss mal niesen, glaube ich. Ah ja. Kann ich auch so rüber schaukeln? Ja, ich glaube schon. Hoffe ich mal. Achso, die springt automatisch da. Okay.
Und juhu! So. Das war das. Ich will jetzt keine Geschichte hören, hast mir schon tausendmal erzählt. Lami in Ruhe. Hier ist noch ein Monolith. Genau. Mal schauen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hä? Was tragen? Monolithen sollst du nicht tragen, du sollst sie lesen. Hä? Ist das kaputt? Oder habe ich den schon gelesen? Was hättet ihr? Was macht man jetzt? Mal runter. Oh, überall diese blauen Wachmänner hier. Vor allen Dingen jetzt laufe ich hier so frei rum. Vorhin haben sie mich neu gejagt und jetzt stehen die da rum, sehen mich, denke ich. Ach, dich kriege ich eh nicht. Du bist zu schnell. Tja. Ach, ich muss ja wieder nach oben. Und ich kehre nicht. Oh, hier kann ich auch rein. Oh, hier kann ich sogar rein. So, hier kann ich hoch. Oh, ist ja hier dunkel. Ist der gefesselt oder was? Ey. Sind die alle krank? Bin ich hier? Ich komm doch hier wieder raus, oder? Ja, ich komme hier wieder raus. Warte doch mal. Hier war ich ja auch schon. War hier nicht. Ah, hier sieht man nur. Ich sag ja, hier sieht alles gleich aus. Habe ich eigentlich mit dir schon gequatscht? Es kann kein Alux sein. Das sind sicher diese Kinder. Stimmt was nicht? Hä? Oh, ja, ja. Etwas stimmt ganz und gar nicht. Wenn ich morgens aufwache, ist in meinem Haus alles verschoben. Hattest du nicht einen Alux erwähnt? Oh, nicht doch. Aluxok gibt es nicht. Das sind die Kinder. Sie lieben es, mich zu ärgern. Du könntest den Eingang versperren. Dann kommen sie nicht rein. Hab ich schon versucht. Sie kamen trotzdem rein. Vielleicht sollte ich wegziehen. Ey, was bist du für ein Kinderhasser? Ey, du warst selber mal ein Kind, ey. Los, ey. Da oben. Na los. Ah. Nimm's dir. was ein Schusspass? Die Bewohner der Anden haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Schusspass ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön. Naja, geht so. Ist nicht mein Geschmack. Aber für die Verhältnisse, ja, ist natürlich Gucci Gucci Prada. Mal hier oben schon. Was macht die da? Lara, geht's dir gut? Vor allen Dingen, ich bewege ja noch nicht mal was. Die macht vor allem auf Drama hier. So.
Nicht mal hier hin? Nee, nicht dahin, hier hin. Hier hin. Boah, das geht eigentlich auch noch, weil ich bin ja hier gleich da. Muss irgendwie hier sein. Hier drunter vielleicht? Nee, ich bin schon wieder viel zu weit. Echt, oh, wie macht mich das irre hier alle? Hier? Ah, hier. Ich will endlich mal ein verbessertes Messer. Dann haben wir hier noch was. Wandgemälde. Oh. Ach ja. Schutz für die Schlange. Das hier ist schwer zu verstehen. Menschen haben sich zwischen zwei Flüssen angesiedelt und sie waren nicht allein. Die Fremden schienen allerdings nicht gefährlich zu sein. Schien so, ja. Gut. Monolithfreischer, alte Dialekte verbessern. Sehr schön. Ach Quatsch. So. Junge! Was ist das hier? Basisbauch der Schlange. Ach so. Krypta. Waren wir da nicht schon? Nee. Soll man ja nicht gewesen sein. Aber hier ist noch ein Grab. Da ist noch ein Wandgemälde. Und hier ist Albino-Wasserschwein. Bin ich jetzt da oben? Boah. Hier habe ich noch einen Monolith. Dann gehen wir mal zur Hauptaufgabe. Nee, ich kenne keinen Jake. Oh, Body. Oh, Kind! Sorry, hast dir wehgetan, Kind. Ich hoffe, ich hab dir nicht deine Knochen, aber du bist ja ein kleiner. Du wiegst ja genauso viel wie Ecke. 50 Kilo. Hab ich eigentlich schon mal mit dir gequatscht? Ich gehe den ganzen Weg zu ihm und er sagt, er will nicht handeln. Ich hätte nichts, was er will. Stell dir das vor. Der steht nicht auf dich. Selbst den Abfall und Eingeweiden und glaubt, er kann so mit mir reden? Er hat gerade eine Kundin verloren. Ich gehe nie wieder zu ihm. Ich mache meine Geschäfte ab jetzt alle auf dem Markt. Ja, mach das mal, sonst ist es nämlich Schwarzmarkt. Ja, sorry. Ja, sorry. Ich sehe euch nicht, ihr seid so klein. Hi. Ein kleiner Rat. Halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Ach. Näher gehe ich nicht ran. Und selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Ja, also ich habe zwei Jaguars erlegt. Also, mir kann gar nichts. Katsch, da. Kann ich das überhaupt schon, übersetzen? Ja, ich glaube schon. Das beschreibt etwas in der Nähe. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über dir? Hä? Das Wasser unter mir schützt mich von dem Wasser über mir. Ach, Wasserfall meint die bestimmt. Ist hier auch noch Monolith? Nee, das ist kein Monolith mehr. Ich stick jetzt mal zum Wasserfall, würde ich meinen, wa? Thank you.
Ah. Hier liegt erst was rum, wisst ihr, weil die Sonne darauf scheint. Was soll jetzt hier sein? Bin ich jetzt durch? Oder muss ich hier runterspringen? Die mit ihrem Voll, ey. Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Ist doch nicht mit dem Wasserfall, aber warum kann ich da hochklettern? Da ist ja ja nichts. I no understand it. Das sieht aber so aus, als wenn ich hier... Aber ich kann hier nicht hoch. Liegt hier irgendwas? Oh Mann, das ist wieder so ein Ding, ey, wo ich wieder nicht weiß, was die von mir wollen. Ich weiß nicht. Was wollen die von mir? Liegt doch ja nichts. Keine Ahnung. Ja, Latte jetzt hier. Ich mich darauf jetzt nicht mal ewig aufhalten, ey. Komm hier hoch, gar nichts. Da ist ja nichts.